Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Judith Rakers. Hallo und willkommen zu den Tagesthemen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Auch von mir einen schönen guten Abend. Hierzulande haben wir seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, Szenen erlebt, die schier fassungs- und auch ratlos machen. Antisemitische Propaganda auf den Straßen Berlins und weiterer Städte, Menschen, die das Massaker an Israelis feiern und bejubeln. Befeuert wird all das auch von der Hamas selbst. Der Arm der Organisation ist lang, er reicht bis zu uns nach Deutschland. Nach Schätzungen des Verfassungsschutzes stehen hierzulande etwa 450 Menschen hinter der Hamas. Viele von ihnen seien deutsche Staatsbürger. Hinzu kommen radikale palästinensische Vereine wie die Gruppe Samidun, die bislang weitgehend ungestraft wirken konnte. Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein vor kurzem gegebenes Versprechen eingelöst, in dem sie sowohl Samidun als auch das Tätigsein für die Hamas in Deutschland verboten hat. Nadine Bader. Wir fragen nach bei Michael Götschenberg, dem ARD-Terrorismusexperten. Guten Abend nach Berlin. Ja, wir haben gerade gehört, der Antisemitismusbeauftragte in Berlin bewertet die Verbote grundsätzlich positiv. Wie viel wird das Betätigungsverbot tatsächlich bringen? Also grundsätzlich geben diese Verbote den Sicherheitsbehörden eine zusätzliche strafrechtliche Handhabe, um gegen Personen vorzugehen, die in Deutschland beispielsweise die Hamas unterstützen. Das fängt damit an, dass man dagegen vorgehen kann, wenn bei Versammlungen Kennzeichen oder Symbole gezeigt werden oder wenn irgendwo die Sammelbüchse rumgeht, Propagandamaterial verteilt wird, dann kann man das unterbinden und strafrechtlich ahnden. Insofern ist das aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Man darf sich von diesen Verboten aber auch nicht zu viel erwarten, weil die Personen natürlich nach wie vor da sind und das Gedankengut nach wie vor da ist. Häufig suchen sich diese Aktivisten dann neue Netzwerke, neue Organisationen, an denen sie andocken oder sie gründen eine neue Organisation. Trotzdem, unterm Strich, ist das ein Schlag ins Kontor und eine Struktur, wie im Falle von Samidun, die erstmal zerschlagen ist. Mhm. Der Bundeskanzler hatte ja schon vor Wochen ein Verbot öffentlich angekündigt. Eine gute oder eher keine so gute Idee von ihm? Also grundsätzlich konnte ich das in der Situation verstehen, dass er das getan hat, dass man eben im Angesicht dieser schrecklichen Taten, die die Hamas in Israel verübt hat, ein Zeichen setzen wollte von Seiten der Bundesregierung, dass man eben konsequent gegen jede Form der Unterstützung der Hamas in Deutschland vorgehen will. Hinzu kam dieses wirklich widerliche Verhalten von Samidun-Anhängern auf den Straßen von Berlin, die diese Gräueltaten der Hamas gefeiert haben, Süßigkeiten verteilt haben. Und natürlich ist das Argument richtig, dass die Ankündigung möglicherweise dazu geführt hat, dass Beweismaterial vernichtet wurde. Ich denke aber, dass man das in diesem Fall nicht unbedingt gebraucht hat. Und hätte er das nicht angekündigt, hätten wir am nächsten Tag die Diskussion gehabt, warum die eigentlich nicht verboten sind. Also in jedem Fall hätten diese Organisationen damit rechnen können, dass so etwas passiert. Und dass er das in dem Moment gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Mhm. Wie lässt sich ein Betätigungsverbot umsetzen für Organisationen und Gruppen, deren Anhänger und Strukturen ja kaum als solche zu erkennen sind? Ja, das ist in der Tat auch der Grund, warum es jahrelang kein Betätigungsverbot für die Hamas gegeben hat. Man hätte das natürlich auch vor 5 Jahren schon machen können. Man hat es jetzt getan, eben im Lichte der Ereignisse in Nahost, um hier eben auch ein klares Zeichen zu setzen. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland so, man kann vereinsrechtlich nur verbieten, was auch eine Struktur hat. Und die Hamas verfügt über keine organisierte Struktur in Deutschland. Sie hat zwar eine ganze Menge Anhänger, der Verfassungsschutz zählt in etwa 450 Unterstützer, Sympathisanten, die sich aber in den vergangenen Jahren überwiegend unauffällig verhalten haben, die Deutschland als Rückzugsraum nutzen. Und insofern war ein Betätigungsverbot in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so nötig, wie es heute nötig ist. Kann denn das heutige Verbot die Gefahr von Übergriffen für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger und Einrichtungen tatsächlich verringern?
Also die Erwartung hätte ich nicht. So richtig diese Verbote sind, so sehr ist doch die weitere Entwicklung der Sicherheitslage davon abhängig, wie die Dinge im Nahen Osten sich entwickeln. Kommt es zu einer weiteren Eskalation, so muss man damit rechnen, dass auch die Sicherheitslage bei uns weiter angespannt ist oder sich weiter zuspitzt. Grundsätzlich ist es aber so, dass es nach meinen Informationen bisher keine Anzeichen dafür gibt, dass die einschlägig bekannten islamistischen Gefährder, die im Übrigen überwiegend ja auch dem IS nahestehen, bisher schon stark getriggert würden von dieser Situation. Das kann sich aber ändern und insofern sind Prognosen da auch ausgesprochen schwierig im Moment. Michael Götschenberg, ARD-Terrorismus-Experte, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Israel hat nach eigenen Angaben seit dem 7. Oktober 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Gestern und vorgestern auch das Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden. Hier Satellitenaufnahmen, die die Folgen der Angriffe der israelischen Armee verdeutlichen. So sah es noch am 31. Oktober dort aus. Und so dann an der gleichen Stelle gestern. Von Armeeseite heißt es, die Hamas habe sich dort hinter ziviler Infrastruktur verschanzt. Ein Ausweg aus dem Krieg in Nahost scheint weit entfernt. Aber es gibt zumindest für einige einen ersten Ausweg raus aus dem Gazastreifen. Der Grenzübergang Rafah an der Südgrenze Gazas zu Ägypten ist seit gestern zeitweise geöffnet. Oliver Feldfort. Er möchte nur noch raus, raus aus seiner Heimat, dem Gazastreifen, wo er sich doch eigentlich ein neues Leben aufbauen wollte. Vorher hatte Hassan Schuab einige Jahre in Österreich gelebt, hat auch einen österreichischen Pass. Das hilft ihm jetzt, Gaza zu entkommen. Die Lage hier wird immer verzweifelter. Wegen Brot werden Menschen abgestochen mit Messern, werden bedroht, werden zusammengeschlagen wegen ein Stück Brot. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen wird. Tausende versuchen über den Grenzübergang Rafah den Gazastreifen in Richtung Ägypten zu verlassen. Seit gestern ist das für Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit möglich. Katja Mies hat ihren Mann besucht. Jetzt versucht sie herauszukommen. Ihr Mann bleibt in Gaza. Mein Mann ist gestern zurück wegen seinem Sohn. Der wurde von einer Rakete getroffen. Und ich weiß nicht, was mit meinem Mann ist. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß nicht, ob ich ihn wiedersehe. Ich weiß gar nicht. Ich kann ihn auch nicht erreichen mit dem Handy. Es gibt kein Internet, nichts. Krankenwagen können Verletzte aus dem Gazastreifen nach Ägypten fahren. Die Sanitäter berichten, dass sie vor allem Menschen bringen, die operiert werden müssen. Das sind nur wenige von der großen Zahl der Verletzten, die in den Krankenhäusern im Gazastreifen liegen. Die israelische Armee meldet die Umzingelung von Gaza-Stadt. 18 israelische Soldaten seien bis jetzt gestorben. Und auch die Hamas liefert Bilder. Offenbar versuchen sie aus Tunneln und Unterständen heraus, ihre Gegner anzugreifen. Und in Nordisrael geht der Beschuss weiter. In der geräumten Stadt Kiryat Shmona schlägt eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete ein. Hassan Schuab hat es geschafft. Wer durch diese Tür am Grenzübergang Rafah geht, der kommt nach Ägypten. Für mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen gibt es diese Möglichkeit nicht. Israel bleibt also bei seiner Linie. Das geht aber nur, wenn der engste Verbündete, die USA, mitziehen. US-Präsident Joe Biden hat bislang immer Solidarität bekundet. Unmittelbar nach dem 7. Oktober 2 Flugzeugträger sowie Kriegsschiffe ins Mittelmeer verlegt und sich mit Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgehalten. Aber jetzt mahnt Biden eine humanitäre Pause im Nahostkrieg an. Ein Signal, das in Israel selbst Reaktionen hervorruft, aber auch nicht ganz unwichtig, dürften für den US-Präsidenten die Meinungen der Menschen im eigenen Land sein. Denn dort ist man sich über den außenpolitischen Kurs längst nicht einig. Gudrun Engel. Joe Biden gerät zu Hause zunehmend unter Druck. Egal wo der US-Präsident auftaucht, hier bei Farmern in Minnesota, oder im Wahlkampf, der Krieg in Nahost überschattet alles. Wir brauchen eine Waffenruhe, unterbricht ihn diese Frau gestern Abend. Bidens Dilemma, besonders drei Gruppen, deren Stimmen er braucht, geht die, Zitat, felsenfeste und unerschütterliche amerikanische Unterstützung Israels zu weit.
Erstens vielen Studierenden. Waffenruhe jetzt und befreit Palästina steht auf den Plakaten. Demos an vielen amerikanischen Universitäten, wie hier an der Columbia in New York. Das politische Klima in der Regel linksliberal. Jetzt solche Parolen. Israel schlimmer als Nazi-Deutschland. Für einen zunehmend großen Teil der jungen Elite ist Israel ein Kolonialstaat. Sie sprechen von Apartheid-Regime. Erklärungsversuche. Es ist die erste globale Generation. Sie verfolgen Geschehnisse im Internet. Und es ist offenbar Teil der Jugendkultur, diesen Konflikt anders zu bewerten als die Älteren. Als zweite Gruppe kommt hinzu die arabischstämmigen Amerikanerinnen und Amerikaner. Etwa 3,5 Millionen leben in den Vereinigten Staaten. Die meisten von ihnen haben bei der letzten Wahl für die Demokraten gestimmt. Jetzt verbreiten sich solche Aufrufe im Netz. Meine Botschaft an Genozid Joe: Ich und viele in meiner Gemeinschaft haben sie gewählt, weil wir glaubten, sie seien der Richtige für Amerika. Jetzt ist unsere Antwort: Wir würden eher für Mickey Mouse stimmen als für sie. Bidens Beliebtheitswerte bei den arabischstämmigen Wählern sind in den vergangenen 3 Jahren von 59 auf jetzt nur noch 17% abgestürzt. Bei der nächsten Wahl wird es auf jede Stimme ankommen. Und wenn die Demokraten eine beträchtliche Anzahl der arabischen Wählerstimmen verlieren, wird das ihren Erfolg gefährden. Besonders in Staaten, in denen diese Stimmen entscheidend für die Mehrheit sind. Auch der extrem linke Flügel der Demokraten macht Druck. Mehrere Abgeordnete im Repräsentantenhaus gehen öffentlich in Opposition zum Präsidenten und dessen Israel-Politik. Wie viele tote Palästinenser wollen wir noch hinnehmen? Ich kann es nicht mehr ertragen. Der Außenminister reagiert vor seinem Abflug nach Israel. Wir, die Vereinigten Staaten, sind verpflichtet, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Zivilisten zu schützen. Israel unterstützen und Zivilisten beschützen. Es bleibt ein Spagat. Und wir wollen sprechen mit Hannah Resch in Tel Aviv. Guten Abend, Hannah. Morgen ist US-Außenminister Antony Blinken also zum zweiten Mal in Israel zu Gast. Wie gerade gesehen, ist die Unterstützung Israels durch den US-Präsidenten in den USA zunehmend umstritten. Joe Biden fordert eine humanitäre Pause im Gazastreifen. Wie kommt das in Israel an? Ja, man muss ganz klar sagen, dass die USA der größte Unterstützer von Israel ist. Das heißt, es gibt unheimlich viel militärische Hilfe, unheimlich viel finanzielle Hilfe von den USA für Israel. Und Israel ist bis zu einem gewissen Grad auch tatsächlich angewiesen auf diese Unterstützung. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad wird es auch Reaktionen der israelischen Regierung auf diese Bitten geben. Die Frage ist, bis zu welchem Grad. Netanyahu hat sehr klar gesagt, wird keine Feuerpause geben. Das würde den militärischen Zwecken dieser aktuellen Offensive nicht gut tun. Das heißt, da ist die Frage, wird er doch einknicken, aber aktuell schaut es eher nicht danach aus. Biden und auch die US-Regierung im Generellen wird aber weiterhin darauf hindrängen, denn die USA ist sehr stark hier in der Region involviert und wenn sie jetzt darauf nicht weiter reagieren, dann kann das sein, dass es zu einer Eskalation kommt, die USA auch mit ins Ganze reinzieht. Das heißt, das Drängen wird weitergehen. Die Frage ist, wie Netanyahu und die Regierung reagieren werden. Hanna, heute war der bislang heftigste Beschuss Israels durch die Hisbollah aus dem Libanon. Wird jetzt dort eine Eskalation erwartet? Also die Angst tatsächlich ist relativ groß, natürlich schon seit Beginn des Krieges, aber jetzt nochmal durch diesen heftigen Beschuss von heute nochmal erhöht. Und morgen ist die erste Rede Nasrallahs, des Geführers der Hezbollah im Libanon. Die steht an und man weiß nicht, was er sagen wird, was da rauskommt. Das heißt, die Gefahr ist, dass die rote Linie langsam überschritten werden könnte, wenn noch mehr Raketen aus dem Libanon geschossen werden, wenn Israel reagiert. Man weiß nicht, wie das da aussehen wird, ob es vielleicht eben diese Gratwanderung zwischen Solidarität mit Hamas von Hezbollahs Seite, aber auch nicht die volle Eskalation, der volle Krieg mit Israel, ob diese Linie dann nicht überschritten wird und es doch zu der Eskalation kommt. Vielen Dank, Hannah Resch in Tel Aviv, für diese Einschätzung und Information. Dankeschön.
In diesen Tagen wird viel diskutiert und es fällt dennoch schwer, die richtigen Worte zu finden. Die Worte, die Vizekanzler Robert Habeck in einem Social-Media-Auftritt gefunden hat, wurden innerhalb eines Tages allein auf X, ehemals Twitter, schon fast 9 Millionen Mal geklickt. Es sind 9 Minuten Ansprache, voller Solidarität für Israel, voller Empathie, aber auch voller Klarheit, wenn es um Antisemitismus geht. Habeck sagt, er wolle mit seinem Video die öffentliche Debatte entwirren. Hier ein Ausschnitt. Die hier liebenden Muslime haben Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. Zu Recht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden. Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Habeck scheint einen Nerv getroffen zu haben und der Krieg im Nahen Osten ist auch Thema im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Und damit zu Ellen Eni nach Köln. Ellen, mit welchen Gefühlen schauen die Deutschen aktuell nach Israel und in den Gazastreifen? Ja, 3/4 sagen, dass die aktuellen Geschehnisse vor Ort sie sehr stark oder stark bewegen. Und die Mehrheit sorgt sich auch um das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen, aber auch um die palästinensische und die israelische Zivilbevölkerung. Kurz nach dem barbarischen Angriff der Terrororganisation Hamas hatte Israel ja als Ziel festgelegt, die Hamas zu eliminieren und seitdem den Gazastreifen mit Raketen und Bodentruppen angegriffen. So blicken die Deutschen auf diese Gegenoffensive der Israelis. Das geht nicht weit genug, was israelisch da militärisch veranstaltet, sagen aktuell 8% der Befragten. Es ist angemessen, sagen 35%, so viel also zu denjenigen, die die Aktionen mehr oder weniger unterstützen. Aber auf der anderen Seite sind da eben auch 41%, die sagen, die israelische Militäraktion, die geht zu weit. Wir haben hier also ein gespaltenes Meinungsbild in Deutschland. Und man muss in diesem Zusammenhang sicherlich auch darauf schauen, dass eben sehr viele Zivilisten im Gazastreifen bei den Angriffen Israels getötet werden. So sind diese Zahlen sicherlich auch zu erklären und hängen vor allem mit der nächsten Frage zusammen, die wir auch gestellt haben. Israelische Militäraktionen mit zivilen Opfern sind gerechtfertigt, sagen aktuell 25% der Befragten. Aber eine Mehrheit von 61% sagt nein, sie sind nicht gerechtfertigt. Zivile Opfer im Gazastreifen müssen vermieden werden. Und diese Zahlen offenbaren das ganze Dilemma Israels, da die Terrororganisation Hamas ja sehr eng mit Zivilisten zusammenlebt, teilweise sogar unter ihren zivilen Wohnanlagen das Tunnelsystem errichtet hat, ist es für Israel extrem schwer, hier zu differenzieren und zivile Opfer zu vermeiden. Mhm. Wen machen die Deutschen denn verantwortlich für die schwierige Lage der Menschen im Gazastreifen? Also internationale Organisationen sprechen ja von katastrophalen Zuständen und wer dafür hauptverantwortlich ist, da haben die Deutschen tatsächlich einen differenzierten Blick drauf. Wir wollten wissen, die Verantwortlichkeit für die humanitäre Lage in Gaza, die wird voll und ganz der Hamas zugeschrieben, sagen 45% der Befragten. Die wird eher der Hamas zugeschrieben, 32%, zusammen also gut 3/4 der Befragten. Der Blick auf Israel etwas anders. Hier sagen 15% voll und ganz verantwortlich ist Israel oder eher verantwortlich. 42% sagen das von Israel zusammengenommen, also auch eine Mehrheit. Aber die Deutschen sehen schon die Hauptverantwortung hier eher bei der Terrororganisation Hamas. Wichtig ist zu wissen, wir haben die Wahlberechtigten in Deutschland gefragt. Das heißt, das Gesamtbild aller Menschen in Deutschland kann von diesen Zahlen natürlich etwas abweichen. Wir wollen noch auf ein anderes Thema schauen, nämlich die angekündigte neue Partei rund um Sarah Wagenknecht. Gibt es denn Raum für diese Neugründung im Parteienspektrum? Also Sarah Wagenknecht hat ja erstmal einen Verein gegründet und möchte nächstes Jahr wohl diese Partei gründen. Deshalb haben wir sie auch nicht ganz normal in der Sonntagsfrage abgefragt, weil es die Partei halt noch nicht gibt. Sondern wir haben mit der sogenannten Wählerpotenzialfrage gearbeitet, ob man sich grundsätzlich vorstellen könnte, diese Partei mal zu wählen. Das ist der Blick der Deutschen darauf. 29% sagen aktuell, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, wenn die Partei gegründet ist. Interessant ist hier, dass überdurchschnittlich viele
viele AfD-Anhänger das sagen, nämlich 55% und auch überdurchschnittlich viele Anhänger der Linkspartei mit 40% der Nennungen. Interessant ist natürlich auch rauszukriegen, warum würden denn die Menschen diese Partei wählen, wenn sie gegründet ist? Und da gibt es tatsächlich vielschichtige Motive. An erster Stelle der Nennungen die Enttäuschung von anderen Parteien mit 40% der Nennungen. Die Person Sarah Wagenknecht mit 28% der Nennungen folgt dann auf den Fuß. Migrationspolitik 25% und Wirtschafts- und Sozialpolitik eher abgeschlagen mit 18% der Nennungen. Das ist also das Reservoir, wo Sarah Wagenknecht draus schöpfen kann. Aber wie gesagt, Potenzial ist erstmal noch kein Ummünzen in konkrete Stimmen. Dazu muss erstmal die Partei gegründet werden. Dann blicken wir jetzt noch auf die aktuelle Sonntagsfrage. Ellen, wie sieht die aus? Ja, wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD unverändert auf 16%. Das ist der Wert vom Vormonat. Die Union kann sich verbessern um 2 Punkte, kommt auf 30%. Die Grünen sind stabil bei 14%. Die FDP büßt 2 Punkte ein, aktuell bei 4%, wäre damit unter der Mandatsschwelle für den Einzug in den Bundestag. Die AfD ist stabil bei 22%. Die Linkspartei 5% plus 1 Punkt und die Freien Wähler sind stabil bei 3%. Alle Zahlen und Analysen gibt es wie immer im Netz unter tagesschau.de zum Nachlesen. Vielen Dank, Ellen Eni in Köln. Danke nach Hamburg. Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten. Und Judith. Sehr gerne. Bei einem Gipfeltreffen zur künstlichen Intelligenz haben Vertreter von rund 30 Staaten und Unternehmen über Risiken der neuen Technologie beraten. Deutschland wurde von Wirtschaftsminister Habeck vertreten. Der britische Premierminister Sunak hatte zu der Konferenz eingeladen, um die Möglichkeit gemeinsamer Standards auszuloten. Mehrere Teilnehmerländer und Konzerne vereinbarten einen Sicherheitspakt, in dem sie sich verpflichten, KI-Systeme vor dem Einsatz gründlich zu prüfen. Armut ist nicht nur mit Entbehrungen verbunden, sondern ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Wenn Menschen sich gesellschaftlich nicht mehr wertgeschätzt fühlten, dann gehe das Vertrauen in demokratische Strukturen wie Politik, Polizei und Rechtsstaat verloren, so die Studie. Als arm gilt, wessen Haushaltsnettoeinkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens in Deutschland beträgt. Die Lufthansa hat im Sommerquartal den höchsten Umsatz ihrer Geschichte erzielt. Im Zeitraum von Juli bis September stieg der operative Gewinn auf 1,5 Milliarden Euro, fast ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Reiselust ist nach der Pandemie und trotz der hohen Inflation wieder erwacht. Nicht wenige Menschen sind bereit, für Flugreisen sogar noch tiefer in die Tasche zu greifen, wovon die Lufthansa-Geschäfte profitieren. Die Zahl der Passagiere stieg im dritten Quartal auf 38 Millionen. 5 Millionen mehr als vor einem Jahr. Die Ticketpreise lagen im Schnitt um 25% über dem Niveau vor Corona. Mehr Passagiere, teurere Tickets, so einfach geht Erfolg. So kann der Konzern gestiegene Kosten etwa für Kerosin ausgleichen und sogar noch mehr. Die Gewinne stiegen stärker als die Kosten. Trotz knapper Flugzeuge und begrenztem Personal an den Flughäfen rechnet die Lufthansa auch in den kommenden Monaten mit noch mehr Passagieren. Die Lufthansa-Aktie gewann heute rund 7%. In diesem Moment haben Sie es geschafft. Sie dürfen endlich Bundesliga-Trikots tragen, nach einer abenteuerlichen Flucht in den Westen. Falco Götz und Dirk Schlegel gehörten zu den bekanntesten Fußballern der DDR. Dort spielten sie ausgerechnet beim BFC Dynamo, der vom Minister für Staatssicherheit Erich Mielke unterstützt wurde. Genau heute, vor 40 Jahren, am 2. November 1983, setzten sich Götz und Schlegel ab. Ihre Mannschaft war zu einem Auswärtsspiel in Belgrad in Begleitung mehrerer Stasi-Mitarbeiter. Umso beeindruckender, dass sie es über die Grenzen in die BRD geschafft haben. Patrick Halatsch. Grenzenloses Berlin. Ost-West, West-Ost für Dirk Schlegel und Falco Götz schon lange kein Thema mehr. Der Spaziergang zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, ihrem alten Stadion, viele Jahre unmöglich, heute selbstverständlich.
Dazu gehört im Endeffekt, dass hier in der Mitte eigentlich von Berlin eben dieses Stadion noch steht. Und dass heute eigentlich die absolute Normalität ist, dass wir uns an jedem Platz hier treffen können. Und das gab Zeiten, da war es halt nicht so. Das gehört mit zur Geschichte dazu. Also für mich ist es immer noch besonders. Auch hier habe ich mein letztes Europapokalspiel gemacht. Am 19. Oktober 1983 besiegt der BFC Dynamo im Europacup Partizan Belgrad. Erste Spielminute, Freistoß Terlecki und Götz erzielte das 1:0. Es ist ihre letzte Europacup-Partie für den Lieblingsclub von Stasi-Chef Mielke. Das Rückspiel in Belgrad wollen sie zur Flucht nutzen. Ich habe mich von meinen Eltern ganz normal verabschiedet. Nie konkret gesagt, das ist die letzte Reise, das ist unsere Verabschiedung. Nach Belgrad fliegt die Mannschaft mit der exklusiven Chartermaschine von Mielke. Mit an Bord ein Dutzend Aufpasser der Stasi. Am Mittag vor dem Spiel hat die Teamleitung noch einen Einkaufsbummel angesetzt im Zentrum von Belgrad. Erstmals nach Jahrzehnten kehrten sie mit uns dorthin zurück. In einem Plattenladen verschwinden Falko Götz und Dirk Schlegel damals durch den Hintereingang. Puls war langsam oben. Ja, wir sind auch in schnelleren Schrittes vorangekommen. Sie nehmen das erstmögliche Taxi. Das Ziel, die Botschaft der BRD. Ich hatte das damals anders in Erinnerung, dass wir wirklich nur 500 Meter gefahren sind. Aber es war ja doch ein bisschen Strecke. Ja. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet allgemein. Sie haben uns immer beruhigt, weil wir nur nicht wussten, was die Stasi machte. Der Botschafter entscheidet, sofort raus aus Belgrad. In Zagreb sollen sie Reiseersatzpapiere bekommen mit falschem Namen. Eine Fahrt mit extrem mulmigen Gefühlen. Was passiert gerade zu Hause? Meinst du, die Eltern wissen schon Bescheid? Meinst du, die sind schon abgeholt worden? Und all diese Geschichten, ne? Weiter geht's nach Ljubljana. Dort nehmen sie den Nachtzug nach München, immer in Sorge, aufzufliegen. Der entscheidende Moment. Kontrolle an der Grenze zu Österreich. Freiheit oder harte Strafe. Die Erlösung. Der Weg in den Westen, jetzt ist er endgültig frei. Wenn du siehst, was das für ein enger Zeitablauf, was das an Emotionen so geballt gebracht hat, ne, dann sag ich immer wieder, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Ja. Nach einem Jahr Sperre feiern sie ihr Bundesliga-Debüt für Bayer Leverkusen, machen Karriere. Beide arbeiten danach als Trainer und heute als Scout. Vor genau 40 Jahren gelang Falko Götz und Dirk Schlegel die Flucht in ihr neues Leben. Ich bereue nicht eine Sekunde, nicht eine Sekunde. Ich habe mein Leben so leben können, wie ich es wollte. Ich habe meine Entscheidung selber treffen können. Ich habe meine Fehler selber gemacht, die dazugehören. Und von daher bin ich ein glücklicher Mensch heute. So, und nun tanzen wir durch 60 Jahre Musikgeschichte in knapp 30 Sekunden. Ja, das war im Oktober 1962 die erste offizielle Single der Beatles. Love Me Do, lieb mich. Wahrscheinlich auch eine Botschaft an das Publikum, den vier Jungs doch bitte das Herz zu öffnen. Heute erscheint der wahrscheinlich wirklich letzte Song der Band, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt, aber mit künstlicher Intelligenz als neuem Mitglied. Now and Then heißt er. Na dann, Valerie Krall. Abbey Road, London. Täglich pilgern Beatles-Fans hierher. Heute stehen sie trotz Regens zusammen, um den neuen und letzten Beatles-Song anzuhören. Ich bin 2004 geboren. Ich bin so glücklich, dass ich noch einen neuen Song der Beatles miterleben kann. Grundstein für Now and Then, eine Demoaufnahme John Lennons aus den 70ern. Im Original klang sie so. Die Tonspuren von Klavier und Gesang ließen sich nicht sauber trennen. Bis vor kurzem. Sie haben Johns Stimme vom Klavier isolieren können, mit künstlicher Intelligenz. Das hatte die Aufnahme vorher überschattet. Die KI hat also nur den Ton restauriert und nicht etwa eine künstliche Version seiner Stimme erschaffen. Gemeinsam mit alten Gitarrenaufnahmen George Harrisons haben Paul McCartney und Ringo Starr den Song dann neu zusammengefügt. Ein melancholisches, leicht nostalgisches Liebeslied. Oh, now, and then, I want you to be there for me.
Es ist ein echter Beatles-Song, wie vier Männer, die zusammen in einem Raum spielen. Unglaublich bei der Entstehungsgeschichte. Rund 50 Jahre ist es her, dass die Beatles sich getrennt haben. Dank moderner Technologie sind sie jetzt noch einmal vereint. In weiten Teilen Europas pfiff es seit gestern mehr als ordentlich. Mindestens 7 Menschen starben. Spitzenböen um die 200 Stundenkilometer fegten übers Land. Wie hier an Frankreichs Küste, wo in vielen Orten durch den Orkan der Strom ausfiel. In Spanien begruben entwurzelte Bäume Autos unter sich. Auch in Großbritannien hielten Bäume nicht stand. Ja, und im Harz, auf dem Brocken, war das Vorwärtskommen mühsam. Damit rüber zu Thomas Ranft. Ist das Schlimmste denn jetzt überstanden, Thomas? Ja, das kann man sagen. Dieses Tiefdruckgebiet, das füllt sich langsam auf. Das heißt, der Druck steigt, aber wirklich nur relativ langsam. Also von 952 geht es morgen wieder über 960, was immer noch ein tiefer Luftdruck ist. Aber das Sturmfeld, das verhungert morgen im Laufe des Tages allmählich auf der Nordsee oder über der Nordsee. Und wir können uns das nochmal anschauen. Hier unser Satellitenfilm des heutigen Tages. Hier liegt also Deutschland. Jetzt bringen wir das Ganze mal in Bewegung. Hier dreht es sich gegen den Uhrzeigersinn. Das ist das Zentrum. In diesem Bereich die höchsten Windgeschwindigkeiten. Und das können wir uns direkt mal anschauen. Wir haben eben ja schon gehört, um die 200 Kilometer pro Stunde tatsächlich. Pont-du-Ras mit 207 Kilometern pro Stunde. Brest, ein neuer Rekord dort mit 156 Kilometern pro Stunde. 150er Werte, aber eben auch in Spanien. Und Langdon Bay mit 126 Kilometern pro Stunde, auch das ist Orkan. Bei uns, wir haben eben die Bilder vom Brocken gesehen, 142 ausgewachsener Orkan. Ja, aber der Brocken ist ja doch sehr häufig stürmisch, von daher nicht so ungewöhnlich. Borkum mitten im 100er Wert und Steinfurt und Solingen auch in den 90ern. Das war schon ganz ordentlich, aber es wird weniger. Wir schauen uns den Strömungsfilm an und stellen fest, Deutschland in den nächsten Tagen erstmal relativ ruhig, leichte Südströmung. Die Musik spielt deutlich weiter westlich. Und was bedeutet das in den Nachtstunden? Wir haben im Osten ja noch Regen. An den Alpen ist es auch Schneeregen, in den höheren Lagen Schnee. Das wird allmählich rausgedrängt. Wir haben einen weiten Teil, wo es trocken ist. Im Nordwesten ein paar Schauer. Aber es ist morgen für viele ein relativ trockener Tag, teilweise eben auch mit Sonnenschein. Die Nachttemperaturen, es geht abwärts und am Alpenrand dann morgen früh nur 2 Grad. Am mildesten ist es zum Beispiel in Sachsen mit 9 Grad. Die Tageswerte immer noch zu mild für die Jahreszeit und die weiteren Aussichten. Es wird wechselhaft. So sieht es also aus. Wir werden am Wochenende nass werden. Das wissen wir schon mal. Vielen Dank, Thomas Ranft. Und dann machen wir jetzt ohne großes Donnerwetter weiter. Wir machen nämlich Schluss. Im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy. Und dazu empfängt sie Caroline Kebekus mit ihrer Show. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe, Sie sind auch dabei. Tschüss. Tschüss.